willkommen zurück, meine Lieben. Ich bin so euer Udo. Und wir sind wieder in Sparta. Ich habe das jetzt ein wenig angeschaut. Ich habe eine Weile nicht gespielt. An und für sich geht es unserer Zivilisation recht gut. Wir sind sehr zufrieden. Gegenspion für was? Feindlicher Spion gefangen genommen. Hey, wir haben einen japanischen Spion gefangen. Finde ich gut. Tick, tick. Halte dich immer ans Geld, denn wenn du dich lange genug daran hältst, hältst du es vielleicht einmal in Händen. Meinst du? Ja, unwahrscheinlich. Wir können Laissez-faire einstellen. Plus 4 für große Händler. Und Marktwirtschaft. Internationale Handelsregel geben plus 1 pro strategische Luxusressource. Ich soll nicht lieben bei Keks essen. Oh ja, dann haben wir die Politik doch glatt. Den Spion machen wir nachher. Den internationalen Handelsweg, der ist besser als das, was wir vorher hatten. Das ist deswegen noch gleich weg. So, dann. Wollen wir vielleicht einen großen Händler machen, plus 4? Ich weiß nicht, warum wir überhaupt auf plus 2 Wissenschaftler gehen. Brauchen wir Wissenschaftler? Ja. Na, lass mal den Wissenschaftler dabei nochmal. Wahrscheinlich wird irgendeiner der Stadtstaaten ein Wissenschaftler, kann das sein? Was ist du? Kalten Krieg. Ah, du bist ein großer Wissenschaftler, stimmt. Du bist ein Bomber. Fortgeschrittene Luftfahrt. Helikopter willst du. Religiöse Bekehrung. Und einen Zerstörer. Die wollen alle Kriegsmaterial haben. Naja. So. Befördern wir mal unseren Spion. Sabotiert Produktion mit 2 Stufen besser. Stiltechnologie wie 2 Stufen besser. Na, machen wir doch. Was hast du jetzt? Raubt große Werke und Stiltechnologie 2 Stufen besser. Na gut. Der Herr Mozart muss noch warten. 4 Runden. Dann haben wir das Opernhaus von Sydney. Der Guru steht. Was haben wir da noch? Ah, wir können einen Apostel kaufen. Ja, das haben wir gerade gemacht. Dieser Apostel macht mal nichts. Der Ranger hält sich. So, nachdem. Erforscht die Technologie Kernspaltung für Kalten Krieg. Na gut, was ist mit Atomprogramm? Ah, machen wir Atomprogramm. Wir wollen ja schließlich einen großen Wissenschaftler. Technik und stehen, ohne entdeckt zu werden, erhalten einen extra Bonus. Na gut. So. Naja, machen wir weiter. Okay,
Ihr seid ein großes Übel in dieser Welt. Euer Name wird noch viele Generationen lang verflucht werden. Das ist mir recht. Soll sein. Ist mir wurscht. Apostel macht noch immer nichts. Ich kann nicht drauf. Hey, ein Heureka für die Chemie. Ah, das war das Forschungsabkommen, glaube ich. Quellen erhalten. Euer Agent zu. Tikos hat Informanten in irgendwo irgendwie gemacht. Boah, was du alles kannst zu Tikos. So, Chemie brauchen wir aber nicht. Wir brauchen Kalten Krieg und noch irgendwas. Na gut. Schauen wir mal. Guru, nix. Du kannst einen Technikbonus stehlen für Raketentechnik. Schau dir was an. Machen wir das? Nein, das ist nicht. Wir haben nur eine 3%ige Chance, dass wir gefangen genommen oder getötet werden. Klappt. Apostel, bleib stehen. Technikbonus stehlen. Ja, genau. Der Matthäus macht nichts und wir sind in der nächsten Runde. Naja, da mal den Rojo wollten wir fragen, ob er nicht wieder ein Bündnis mit mir eingehen will. Vielleicht werden wir ihm sogar seinen Spion zurückgeben. Zeug in den Städten bauen. Müssen wir nächste Runde mal schauen, was wir alles bauen können mit Glauben. Vor allem in den langsamen Städten. So, macht nichts. Apostel macht nichts. Zwei Runden noch warten. Das war's schon wieder. Ja, wir haben gesagt, wir schauen in den Städten nach, was wir bauen können. In den langsamen Werten. Zum Beispiel. Wir könnten mittelalterliche Mauern dort reinbauen. Wie ist das mit Knossos? Kann man da auch noch mit Religion reinbauen? Eine Kanalisation, die bietet Wohnraum. Unsere Städte haben zu wenig Wohnraum. Schaut es mit dem Kähne aus, kann man da auch irgendwas bauen. Eine Militärakademie, aber dafür haben wir nicht genügend Zeug. Und Aleppo. Könnte eine Renaissance-Mauer bauen. Wir haben es ja. Wir machen sonst nichts mit dem Zeug. Mit Geld hätten wir uns auch was kaufen können.
Schiffswerft, Fregatte, Zerstörer wäre schön, wenn wir uns kaufen könnten. Das sind alles sehr, sehr teuer. Bomber. Das können wir alles noch nicht bauen, wenn wir es noch nicht erforscht haben. Na, okay. Machen wir nächste Runde. Was soll's? Und ich werde Kekse weiter essen, während wir darauf warten, dass der Computer das macht. Ah, wir haben Rojo vergessen. Eine Runde muss noch warten. Der hat ja echt Homes hergebaut. Geht's ihm noch gut? Direkt neben meine Städte. Dem geht's echt nicht gut. Wir müssen diese Städte da vernichten. Ich glaube, wir müssen über den Krieg erklären. So, der Kuh macht einmal nichts. Mein Apostel macht auch nichts. Fragen wir mal den Rotschuh als erstes, ob er mal ein Bündnis mit mir haben will. Was hältst du von einer Allianz? Forschungsabkommen, Normbauteile. Ich glaube, die erforsche ich gerade. Ah, ich hätte außerdem einen Spion von dir. Wir könnten ihn als Geschenk zurückgeben. Wir könnten auch Geld verlangen. Was hältst du von dem? Machen wir das so. Schau, so geht das auch. Wir können ein Forschungsabkommen machen. Dann sind wir auch alle glücklich. So, können wir dich denunzieren? Wir sind denunziert. Denunzieren wir ihn auch, oder wie? Wir haben ihn offensichtlich denunziert. Oder vielleicht passiert das gleich gegenseitig. Er mag uns nicht. Naja, ist mal recht. So, was mit dir? Magst du uns noch? Irgendwie schon. Ich weiß nicht genau warum, aber ich mag dich eigentlich nicht. Bitte dich, das Ding. Und du hast nichts, was ich brauchen könnte, oder? Und du hättest Wein. Was haltest du davon? So, Montezuma. Was hältst du davon, wenn wir das so machen? Wir schenken ihm das. Und du?
Dich kann ich echt nicht ausstehen. Wir könnten einen Kolonialkrieg gegen ihn führen, finde ich gut. Oder einen Heiligenkrieg. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, aber... Nein, natürlich nicht. Du bist ein Idiot. Oh, das sind ja zwei Musketiere. Das heißt, die könnten wir miteinander... Gut. Was ist das? Können Sachen mit Glauben kaufen. Finde ich gut. Ich fürchte, diese arme Bombarde wird jetzt nur ein wenig demoliert, wenn ich sehe. Also, schauen wir mal. Da ist noch Kekse. Okay, mach keine Werbung für die Keksfirma. Finde ich gut. Das war besonders intelligent von dir. Die Truppe anzugreifen, die einen Bonus gegen dich hat. Eine Oper beginnt lange, bevor sich der Vorhang hebt und endet lange, nachdem er sich gesenkt hat. Sie beginnt in meiner Vorstellung, sie wird zu meinem Leben und sie bleibt Teil meines Lebens, lange nachdem ich das Opernhaus verlassen habe. Das ist natürlich ziemlich cool. Was mache ich jetzt? Es ist schön, dass wir dir dazu schreiben, was ich, wo ich es hinbauen muss. Ich habe sie schon gebaut. So, der Mozart. Geht einmal hin. Und mach mal deine 40. Symphonie, den ersten Satz. Ziemlich bekannt. So, warte mal, kriegen wir da auch einen Bonus? Kleine Nachtmusik und 40 Sekunden. Na gut. It's okay. Ja, Mozart weg. Keine Musikstücke mehr. Ja, hopp das bitte ab. Ha! Es gibt drei Dinge, die extrem hart sind.
Stahl, ein Diamant und sich selbst zu kennen. Lustig. Können wir jetzt Zerstörer bauen? Nein, Kriegsschiffe. Mist. Aber Artillerie, das heißt, wir können wahrscheinlich die Bombarde aufrüsten. Eure Kultur hat alle bis auf eine Zivilisation überflügelt. Der Kultursieg ist in Reichweite. Finde ich gut. Eure Kultur ist dominant. Okay, wir sind also kurz vorm Kultursieg. Auf sie mit Geprügel. Nee, finde ich gut. So, gut, bleib stehen. So, wo gehst du hin? Hm, Washington bringt wirklich viel Geld. Philadelphia auch. Machen wir Washington. So, noch einen. Wo schicken wir den hin? Na, nicht in den Kongo. Vielleicht nach Kyoto. Wieso können wir mit dem keinen Handelsweg machen? Weil wir nur 10 Handelswege machen können. Ich weiß nicht, wieso wir jetzt einen Handelsweg weniger haben, aber gut, soll sein. Gut, machen wir das so. Wir machen einfach das, okay? Hallo? Könntest du bitte da reingehen? Danke, ich möchte nicht von irgendwelchen Typen attackiert werden. So, du bist zur Artillerie. Apostel, du hältst die Klappe hier. Produktion, was machen wir da? Einen Flugplatz könnten wir bauen. Wo kann man den hinbauen noch? Da hier zum Beispiel. Was soll's? Keine Ahnung, ob wir den brauchen oder nicht. Wir bauen halt einfach mal, weil wir es können. Industriegebiet. Wir könnten das Industriegebiet gleich neben das Dings bauen. Finde ich gut. Wieso können wir es nicht daher bauen? Ah, weil das Athen gehört. So, dann machen wir doch das. Und dann bauen wir da noch ein Industriegebiet her. Passt doch schon fast, oder? Außerdem können wir hier vielleicht. Nö, können wir leider nicht. Das Szenezentrum kostet 1160 Kultur. Glauben. Na gut. Was brauchst du da eigentlich? Eine Fregatte? Du hättest gerne Gips und Salpeter für
Zucker und Geld. Okay, weißt was? Du kannst mich gern haben. Bist du nicht derjenige, der gesagt hat, dass wir stinken? Mal eine Stadt. Finde ich gut. Dieses Panzerschiff wird sich mal erholen. Du machst nichts, bis wir noch eine Dings bauen können. Wir konnten unsere Landwirtschaftstechnik weiter verbessern. Okay. So, dann haben wir... noch ein paar Teile abgeschlossen. Das hätte ich gleich machen sollen. Den Eiffelturm bauen, was kann der? Alle Geländefelder neuer Zivilisation erhalten plus 2 Anziehungskraft. Muss auf Lachland neben dem Stadtzentrum gebaut werden. Was? Alle Geländefelder in eurer Zivilisation erhalten plus 2? Echt jetzt? Das ist ja gar nicht so schlecht. Aber da baue ich es nicht hin. Viele von uns sorgen sich mehr um unsere Automobile als um unsere eigenen Körper. Dabei gibt es für das Auto Ersatzteile. Der Spruch ist gut. Okay, was machen wir als nächstes? Da haben wir schon überall den Bonus jetzt. Wir könnten Verbrennungsmotor machen und Panzer bauen. Ölquellen oder Panzerabwehr und Forschungslabor. Machen wir Chemie ist einfach wichtiger als der Verbrennungsmotor. In Wirklichkeit kannst du den Verbrennungsmotor ohne Chemie gar nicht so recht machen. Finde ich interessant, dass die auf gleicher Ebene sind. Der erste Verbrennungsmotor ist irgendwann einmal Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt worden. Die Chemie ist 100 Jahre älter als eigenständige Wissenschaft. Ich will hier niemanden kritisieren, aber das ist ein bisschen, naja, wie schon wissen.
Als nächstes kommt Hattin dran. Oh. Stelle wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Civ 6. Wenn wir Arabien vollkommen auseinandernehmen. Also dann, bis dann. Tschüss euch.